Baskets-Fans, herzlich willkommen zur Saisoneröffnung, Saison 2015-2016. Wir haben heute das erste Heimspiel gegen Nürnberg. Wir sind sehr gespannt. Wir haben ein paar neue Spieler in der Mannschaft, wie die Mannschaft jetzt so zusammengestellt ist. Zuerst mal haben wir zwei Kanadier im Team, das erste Mal. Magisto Arup und Nick Tufekcic. Dazu zwei Amerikaner, Chase Adams und natürlich Morgan Grimm, der seine dritte Saison hier spielt. Dann ist zurück zu den Baskets gekommen Dominik Wolf aus Salzkotten, letztes Jahr bester deutscher Spieler in der Regionalliga. Dazu Philipp Daubner, der uns verstärkt hat. Und dabei geblieben sind Ivan Buntic und Eike Kerfs. Und als Ergänzungsspieler haben wir Luca Karl, Alan Boger und Jan-Philipp Dübbelde. Nico, neues Jahr, neues Glück, Saisonspiel Nummer 1. Sind die Jungs nervös oder sind sie gut drauf? Also erstmal hallo, ich freue mich, euch wiederzusehen. Ja, Jungs sind gut drauf, gut vorbereitet. Das erste Spiel sofort gute Gegner. Einer von den Favoriten mit Jena und Fechter. Und wieder ein schwieriges Spiel für uns. Ja, der Gästetrainer hat schon gesagt, eben, sie haben nur zwei Amerikaner und versuchen mal mit einer eher deutschen Mannschaft zu spielen. Wir haben zwei Kanadier, zwei Amerikaner, sind da also mit vier Ausländern besetzt. Kann das einen Unterschied machen? Also ich glaube, das spielt keine Rolle, ob der Ausländer ist oder deutsche Spieler. Wenn er gute deutsche Spieler im Kader hat, noch besser für ihn und für Zuschauer, glaube ich, und für deutschen Basketball überhaupt. Ich habe auch viele junge Spieler, die aus Paderborn-Umgebung kommen und wir versuchen, klar, jede Saison neue Spieler Chance zu geben und Basketball-Profi zu spielen. So, bei mir der Gästetrainer Ralf Junge. Erstmal herzlich willkommen in Paderborn. Neues Spiel, neues Glück, erstes Spiel der Saison. Was habt ihr euch dieses Jahr vorgenommen? Du sagst ja gerade richtig. Neue Saison, neues Glück. Es ist Anfang der Saison, keiner weiß, wo er steht. Also von daher erstmal schauen, dass man gut in die Saison kommt. Und dann schauen wir weiter. Ja, ihr hattet ein sehr strammes Vorbereitungsprogramm. Ich habe gelesen, 17 Testspiele. Wie ist die Mannschaft drauf? Ja, es war ein bisschen zerfahren, weil die halbe Truppe mit Verletzungen in die Saison kam. Also wir sind eigentlich so vom Gefühl zwei Wochen hinten dran. Aber gehört auch dazu, lieber jetzt am Anfang als am Ende wie letztes Jahr. Ja, Paderborn hat ja letztes Jahr gerade so die Kurve gekratzt mit dieser unsäglichen Geschichte Anzeigetafel. Ist auch mit neuen Spielern. Wir wissen auch nicht, was rauskommt. Darum ganz kurz, dein Tipp heute. Du, wir sind hier, um zu gewinnen. Ja. Das wird, wie gesagt, es ist das erste Saisonspiel. Du weißt nicht, beide Mannschaften sicherlich auch nervös. Keiner weiß richtig, wo er steht. Wir haben mal eine ganz andere Sache. Wir haben nur zwei Ausländer. Wir spielen mit einer eigentlichen deutschen Truppe. Auch mal gucken, wie die sich schlagen in der Liga. Ja. Also wenn man nach dem geht, wie die Menschen denken in Deutschland, müsste man ja eigentlich erster Abschiedskandidat sein, wenn man nur zwei Ausländer hat. Mannschaft richtig wach aufs Feld gekommen. Nürnberg im ersten Viertel noch ein bisschen von der Rolle. Hat sich dann gefangen. Halbzeitstand 40-35. Das war aber schon teilweise sehr ansehnlich. Und ja, jetzt gehen wir auf Stimmen fangen. Wie hat dir die erste Hälfte gefallen? Ja, gut. Wir haben gut als Team zusammengespielt. Gute Einzelaktionen und ich denke, man kann so weitermachen. Offensiv sind sie jetzt auch im zweiten Viertel besser ins Spiel gekommen. Defensiv machen sie jetzt mit der Zeit die Passwege besser zu und deswegen wird es von Zeit zu Zeit schwerer. So, bei mir jetzt Martin Hornberger. Martin, erstmal willkommen bei den Baskets. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Ja, ich denke, die Baskets haben sich sehr gut vorbereitet auf den Saisonstart, spielen wunderbaren Basketball und es zeigt sich einfach, dass Uli Nächster ein gutes Händchen hat. Auch die Neuzugänge gefallen mir ganz gut und ja, ich glaube, wir können in dieser Saison schöne Spiele hier im Sportzentrum Massmannplatz sehen. Erstmal willkommen Hallo. Zurück in Paderborn. Ja, vielen Dank. Wie hat dir die erste Halbzeit gefallen?
Ja, auf jeden Fall gut. Also ich denke, Paderborn hat sich viel vorgenommen. Man sieht das, dass sie mit hoher Intensität rausgehen wollen und sehen, dass das erste Spiel zu Hause ist und das natürlich demzufolge natürlich erfolgreich gestalten wollen. Ja, wir können auf einmal rebounden, das neue Paderborn, oder? Ja, ich habe es jetzt nicht so verfolgt letztes Jahr, aber es sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Also wie gesagt, die Intensität stimmt so. Das denke ich, das ist das, was man bringen muss hier in einem Heimspiel. Und ich habe gehört, dass Nürnberg ganz gut ist, aber Paderborn fürs erste Heimspiel, alles super soweit, ja. Nürnberg am Ende einen Tick besser, 66-76, am Ende viele Freiwürfe und Unterbrechungen. Da hat die Mannschaft vielleicht noch ein bisschen wenig Erfahrung, bei Nürnberg halt ein paar Leute dabei, die schon ein bisschen länger spielen. Ja, mal gucken, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Wir gehen mal auf Stimmenfang. Es hat nicht ganz gereicht heute, trotzdem ein ganz gutes Spiel gekommen und dann nach der Halbzeit irgendwie den Schalter nicht mehr umgelegt bekommen, oder? Ja, wir wissen, dass die Nürnberger individuell richtig gut sind. Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt. Konnten es dann leider nicht mehr so halten, wie wir das gemacht haben in der ersten Halbzeit. Und dann ist halt noch am Anfang von der Saison, dann machen wir ein paar dumme Fehler. Die Nürnberger spielen ein, zwei Sachen ein bisschen schlauer und dann ist am Ende halt ein verlorenes Spiel. Ja. This was the first match in Paderborn. How was your impression? It was a very exciting game, very intense. My teammates, they put up a great effort. We just couldn't get it done in the final moments, but you can expect us to come ready the next game for Friday's game. So, how did you like the audience? It's your first match in Paderborn when we had the real full crowd here. It was wonderful. They gave us a lot of energy when we needed it, when we were down and we were trying to fight back. We loved the support. They gave us a lot of life out there. Ja, Ralf, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ihr habt mit 10 gewonnen, war aber bis 3-4 Minuten vor Ende noch eng. Was hat den Ausschlag gegeben am Ende? Na gut, wir haben ja die ersten 15 Minuten ordentlich versemmelt und dann uns Stück für Stück reingekämpft. Hatten dann eigentlich schon die Chance, wo wir 11 vorne waren, den Sack zuzumachen, haben das liegen lassen. Und das wird natürlich auch bestraft. Ja. Und dann war Paderborn nochmal dran und bin froh, dass wir am Ende dann das nach Hause geschaukelt haben und diesen ersten Auswärtssieg haben. Uli, sollte heute wohl nicht sein mit dem Auftaktsieg. Mannschaft hat auch trotzdem gut gespielt. Ja, vor allem kämpferisch muss ich wirklich der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Auch in einer Phase, wo es schwierig war, mit 52, 63 zwischendurch sind wir dran geblieben, haben uns nochmal zurückgekämpft. Dann am Ende fehlt uns ein bisschen das Quäntchen Glück und auch das Quäntchen Abgezocktheit, um das Spiel nochmal zu drehen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine Leistung, wo wir darauf aufbauen können. Wir müssen zusehen, dass wir ein paar einfache Fehler abstellen. Die hat man immer am Anfang der Saison noch drin, aber die Mannschaft hat einen tollen Charakter und ich glaube, wir haben wirklich gute Jungs dieses Jahr und werden uns da auch finden und die Niederlage jetzt schnell wegstecken und dann sehen wir optimistisch die nächsten Aufgaben entgegen. Mal positiven Aspekt, wir haben die Rebounds klar dominiert. Das war ja nicht immer so in der Vergangenheit, da sieht man, dass die Einstellung der Spieler heute auf jeden Fall gestimmt hat. Ja, auf jeden Fall, abgesehen davon, dass wir ein bisschen athletischer sind, so im Querschnitt der Mannschaft. Haben wir da einfach einen großen Willen, auch zum Rebound zu gehen. 22 Offensiv-Rebounds holst du nicht jeden Tag, da musst du wirklich bereit sein. Ich sehe da Ivan Buntic mit 7 und Nick Tufekcic mit 5. Also die haben sich aber auch wirklich jedes Mal reingeschmissen und wollten das Ding haben. Das ist natürlich wichtig, das ist gut, ja, das brauchen wir auch, dass wir ein paar extra Bälle holen, dass wir unsere Turnover runterschrauben und versuchen, ein paar Offensiv-Rebounds mehr mitzunehmen als der Gegner. Und das ist einfach eine Statistik, die man positiv hervorheben kann heute.
So, jetzt hat man mit Nürnberg einen Playoff-Kandidaten da. Die nächsten beiden Spiele sind ja gegen Teams, wo man sagt, die sind vielleicht nicht ganz so hoch anzusiedeln. Wie siehst du die nächsten beiden Spiele? Also Leverkusen ist, denke ich, eine Mannschaft, die auf jeden Fall in unserer Range ist, ja, die zu den Mannschaften gehört, die mit uns um den Klassenerhalt kämpft. Das ist auch so kommuniziert. Da wollen wir natürlich zu Hause was holen, das ist keine Frage. Dann haben wir am Sonntag Hanau als Aufsteiger. Die kann ich noch gar nicht einschätzen. Also ich habe noch nichts von denen gesehen. Das ist eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft. Von daher müssen wir uns da mal ein bisschen überraschen lassen. Haben die heute gespielt? Mit 42 verloren. Okay, gut. Dann ist es wahrscheinlich eine Mannschaft, die auch für uns schlagbar sein müsste. Ja, also mal gucken, vielleicht läuft es gut und wir holen am nächsten Wochenende direkt 2 Siege. Dann wären wir natürlich zufrieden.